verlängerte Hand vom Centurio ist, der seine Hundertschaft in der Schlacht führt. Und wie man es dann in vielen Filmen sieht, dass der Feldherr die große Ansprache macht vor versammelter Mannschaft, oder dass dann der Centurio in der Schlacht auch nur die Befehle zu geben versucht. Das kann man sich abspielen, weil die Hektik und das Enge und das Unübersichtliche einfach in der römischen Zeit bedingt hat, dass man es mit akustische, also sprich Hornsignale und optische Signale den Befehl vom Centurio weitergibt, weil dass er in der ersten Schlachtreihe irgendwas sagt, und ist auch noch jemand von seiner Hundertschaft mitkriegen soll, ist utopisch. Also das braucht auf jeden Fall die Hand, wie gesagt, verlängerte Hand von Centurio, der dann seine Leute dirigiert. Das Holz, weil auf dem Helm, ist so Symbolik der frühe Zeit. Man interpretiert heute, dass die Wildheit des Tieres auf den Träger übergehen soll, aber es gibt leider keinen antiken Text, der sowas auch aussagt. Aber es gibt Abbildungen, die denken, dass die Weltzeinträger ihren Helm mit so einem Wolf oder einem anderen wilden Tier, es gibt genauso auch einen Löwenkönig oder andere Sachen, die man aufpacken kann. So muss man sich den vorstellen. Abgebildet, recht häufig, leider aber auch mit dem Skulpturmaterial so, dass es von solchen Weltzeichen sehr, sehr wenig Originalstücke gibt. Logisch, gerade einfach wertvolle Teile, den Gegner natürlich auch dementsprechend. Ich glaube halt nicht, dass. Ja, aber die Frage ist halt, ob das irgendwie halt dahin geht, was das man. Wenn er vorne den Hammer mehr hat, wenn es die Legion nicht komplett auf den Arsch geschickt wird oder in den Einsatz geschickt wird, dann bekommt sie ein sogenanntes Vexillum, ein Fahnentuch. Das ist gleichbedeutend mit dem Adler, als von einer abkommandierten Teileinheit der Truppe war das die Standarte, die dann gleich viel wert war, sozusagen wie der Adler, aber hier Vexillum und die abkommandierte Teileinheit Vexillatio. Hier einfach das Fahnentuch. Wir setzen jetzt ihn ein als ganz Spezielles. Und hier sind wir auch wieder im politischen Bereich. Als Imaginifer, also als der Imago des Kaisers mit sich trägt, wird er sicher auch in der Schlacht keine große Rolle spielen. Er wird den Kaiser mit in die erste Schlachtreihe nehmen, sondern hier sind es wieder kultisch verehrte Feldzeichen, die so natürlich bei den verschiedenen Anlässen, in denen der Kaiser eigentlich anwesend sein könnte oder sollte, zum Beispiel bei der Einleistung auf den Kaiser, durch so ein Imago und natürlich auch durch eine Statue, also wie es drüben ist, oder wie man es in der Ausstellung noch ganz sehen kann. Die große Monumentalstatue war eigentlich genau von diesem Zweck hier zum Dokumentieren. Kaiser ist durch seine Statue anwesend. Aber hier wird man mitgetragen, Imago, also dem auch wieder als Weltseinträger, auch wie gesagt, nicht in der Schlacht, sondern so in der Hamburg oder einfach für die verschiedenen politischen Interesse. Wir bleiben nochmal im 1. Jahrhundert und gehen jetzt mal zum hohen Offizier. Der Lagerpräfekt. Natürlich nicht aus alle Zeiten, sondern so muss man sich den vorstellen, im ersten nachrichtlichen Jahrhundert, also in der früheren Kaiserzeit, kann der so aussehen, er hat einen Helm und ein bisschen kurioser Typ, nämlich die griechische Ausrüstung war für die Römer scheinbar schick, weshalb sich Offiziere unter anderem mit Muskelpanzer und eigentlich so ein pseudo-attischer Helm darstellen lassen und auch so auftretet. Und er wäre es dann prädestiniert für einige Auszeichnungen, die es gibt. Zu der militärischen Auszeichnung muss man Folgendes sagen. Die sogenannte Hordquest, ursprünglich waren einfach die Halsreifen der Kelten, wurden als Beutestück mitgenommen in der gewonnenen Schlacht und dann später auch so getragen und in verkleinerter Form auch in die normale Mannschaft, in der Armee, auch solche Reifen, die auch immer eine Halsreife Kelten darstellen, als Beute. So ausgezeichnet. Weitere Auszeichnungen kommen bei unserem Adlerträger in Form von so einer Fanere, also Truppenscheibe, die er zur Schau trägt.
ja, theoretisch auch von normalen Soldat zu bekommen, aber überwiegend alle Abbildungen, auch Grabsteine und andere Dokumente, immer darum, dass es die Feldseilträger, die Enturione, einfach die Dienstgrade, das auch letztendlich für ihre Mannschaft zur Schau tragen. Es gibt verschiedene Auszeichnungen der Römer. Wir haben hier mal ein Beispiel. Die sogenannte Corona Kinka, eine Krone aus, oder ein Kranz aus Eichenlaub, der war ursprünglich dafür gedacht, dass wenn die Truppe in die Bredouille kommt, also immer ausnächstlose Situation steht, und dann die trotzdem noch dazu beitragen, die Schlacht zu gewinnen, und vor allem ein römischer Bürger, um eigentlich auch mehrere römische Bürger aus der ausnächstlosen Situation in der Schlacht zu retten, die bekamen so eine Corona Kivika, das war die Krone aus Eichenlaub. Die gibt es in verschiedenen Formen. Als Beispiel, hier gibt es einige Abbildungen, unter anderem für Kaiser Augustus, der die trägt, weil er ja durch die Beendigung vom Bürgerkrieg sehr viele römische Bürger gerettet hat, haben sich die zugesprochen. Oder auch in einer anderen Form, wie es bei uns der Adelträger trägt. Verschiedene Austeilungen gibt es nur für die hohen Offiziere. Sogenannte Corona Muralis wird sicher kein normaler Soldat verliehen bekommen, theoretisch schon, weil es ist der eine feindliche Stadt einnimmt und als erster theoretisch eigentlich die Mauer erstürmt und verschreckt und überlebt. Aber auch der konkrete Soldat, der hier in die Leiter hochgeschickt wurde und halt zufällig überlebt, ob der das Teil bekommt oder eigentlich sein Kommandeur, das ist eigentlich eher für den Kommandeur tauglich. Und die würden eigentlich nicht als Krone dann in der Gegend rumtragen, sondern wahrscheinlich schon einen Bediensteten haben, der ihnen die hinterher trägt. Und hier war auch die Möglichkeit, die später dann im Feldzeichen zu befestigen. Das heißt, auch viele Abbildungen gibt über die Corona Muralis, als die für die erfolgreiche Einnahme einer Stadt verliehene Corona. Wieder eine Auszeichnung, wie gesagt, nicht für den normalen Umfeld ist, sondern eher für die Corona. Wir machen jetzt mal Ende vom 1. Jahrhundert. Wir gehen, nein, stimmt gar nicht. Machen einen kleinen Exkurs. Die Zivile haben auch ein Zeichen gemacht. Der sogenannte Liptor, hier jetzt in der Kriegsausführung, so macht man sich den Dienstschritt, den Wegbereiter und auch den Diener, den Liptor, sozusagen, der einem vorausgeht, der richtig die Gewalt besitzt. Er trägt jetzt hier die sogenannte Basques, die Rudenbündel, hier noch mit einem Beil drinnen, das manchmal vor allem der Stadt Rom eigentlich nicht gepasst hat, weil dort wollte man dokumentieren, dass die Bestrafungsmöglichkeiten für römische Bürger sich dort halt dann auf die Ruderbündel, also sprich auf das Peitsche mit dem Ruder und sowas beschränken soll, nicht unbedingt auf das einigermaßen humane Tötungsmittel abschlagen. Aber das Beil, wie gesagt, gibt es manchmal im Basketbündel manchmal nicht. Im Gegensatz zu irgendeinem Barbar oder einem Fremder, der alle möglichen Ruderbündel den alle Bündnisse anerkennen können, wenn er hier seiner Selbstsozlage verursacht. Aber ein ziviles Sagen will der nicht anzutreffen. Wenn wir dann in die dritte Unterzahl gehen, also jetzt in die Phase jetzt hier, jetzt wo die Betriebe nach und wenn es gerade die Truppe jetzt hier auf dem Kastellplatz sind meistens aus dem 1. Jahrhundert und einige mit russischen auf dem 3. wie ich zum Beispiel angezogen bin. Also ich habe jetzt so jemanden, das hier in Ader Betrieb gewesen sein könnte, dass man ihn mit Spiel auch mit originaler Material sieht. Die andere wäre unsere Uraber, die vor ein paar hundert oder 50 Jahren mal den ganzen Bereich besetzt haben. Einer, der jetzt hier einfach von Auftritt, wenn man denke gar nicht so besonders, aber auffällig ist eine spezielle Lanze, nicht in Form von einer funktionsfähigen Lanze, wie ich sie jetzt. Wohl jeder vorstellt, dass die militärisch einsetzbar ist. Seine ist eigentlich sozusagen unfähig gemacht. Hier eine sogenannte Beneficiarier-Lanze. Der Beneficiarier war ein Militärbürger, der für eine bestimmte Zeit abkommandiert.
einen Stadthalter und stellt zum Thema. Zeichen, die der Dreck und hier praktisch erkennbar als dem Stadthalter direkt unterstützten Soldat. Später macht er wahrscheinlich dann innerhalb der normalen Truppe Karriere. Das andere Soldat, der hier im Liebesgasche in Aalen tätig gewesen sein könnte, ein Reiter, hier mit der Standarte, die ursprünglich aus dem östlichen Raum kommt, den sogenannten Dako. Der ist normal Soldat, wird es kaum so schnell unterwegs sein, dass sich hinter wird der Windsack aufbläht. Aber als Reiter logischerweise wird er den hinterher schreiben. Die lassen hier ganz weit aus, wenn sich das Ding aufbläht. Der als Feldzeitträger, ursprünglich mal nicht unbedingt von den Römern, sondern von so einer angeworbenen Hilfstruppe, ein Feldzeiger, aber dann weit verbreitet. In der Spätantike sogar dann für Infanteristen. Also, die spätliche Infanterie, da gibt es ja auch den Adler nicht mehr, gibt es verschiedene andere Sachen nicht mehr, da hat es einen gewaltigen Wandel gegeben. Und hier Infanteriestandarte, ob die dann zu schnell in der Gegend rumgeblitzt sind in der Zeit, dass sich doch aufgebläht hat, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, hier zufällig wieder nach dem Originalfund, wo man sehr, sehr seltener Fund halt von der Feldzeiger, hier aus Niederbiet. Wenn jetzt hier auch noch ein Fixillum wieder am Fahrrad aus der Zeit. Übrigens, gleich die Reiter hatten zu allen Zeiten so ein Fixillum, auch in der frühen Phase. Es ist logisch, dass kein Reiter mit einer schweren Sicherung mit der Schnurhand auf sein Pferd sitzt, was man führen möchte. Hier einfach nochmal auch nach dem Originalfund. Es gibt auch einen, so ein Original-Fahnentum, das aus Ägypten stammend, heute in Moskau ausgestellt, mit einer Victoria drauf. Hier ohne Einheitsbezeichnung, man kann aber normal davon ausgehen, dass dort die Einheit gekennzeichnet wurde, weil es ja in der Frühphase, wie schon gesagt, ein Ersatz für den Adler war und später dann für die ganze Truppe. Also hier die adelstationierte Truppe wäre sicher mit sowas ausgestattet gewesen. Wenn es eigentlich hier glaubt, niemand vergessen und eine Leute, wenn sie Detailfragen haben, dann können wir uns hier nicht beantworten. Und würden Sie einen Sonnenstich kriegen und drei Stunden später einen irgendwie in der Windfall weglaufen? Fragen Sie uns, wir sind da drüber zu finden, im Lager. Es gibt eigentlich auch andere kompetente Leute, die hier auf der Veranstaltung Auskunft über ihre Ausrüstung und ihre verschiedenen Feldzeiger geben können. Wir versuchen halt mit unserem Einsatz hier jetzt auch bei solchen Veranstaltungen und bei anderen Projekten genau das Bild, das man durch Filme eigentlich sich so einprägt, das in gewisser Weise zu korrigieren. Also wie gesagt, wenn Sie am Schluss sich bergen, den Adler gibt es pro Legion nur einmal, auch 30 Legionen gab es im Imperium, dann war es ein bisschen mehr. Also 30 Stück im Imperium von Britannien bis nach Nordafrika. Ist also sicher nicht so, dass jeder zweite Soldat irgendwo Teil mit sich umträgt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch eine nette Stunde, eine informative Stunde hier bei der Römertage in Aalen.